Wie Gläde os meld, wer et wer hier i aften. Nils, komm doch mal zum Übersetzen, bitte. Ich freue mich also sehr und ich, Sie werden wahrscheinlich nichts von meinen Texten verstehen. Ja, Konstantin glæder sig meget over at være her. Vermutlich wird ihn nicht verstehen, ret meget af hans Texter. Aber in diesem Heft sind einige Texte übersetzt worden. Und das möchte ich mich auch ganz herzlich dafür bedanken. Men i dette hæfte, som programhæfte, der er adskillige af teksterne trykt, og derfor vil Konstantin også meget gerne sige tak for det store arbejde, der er lagt i det. Können Sie überhaupt lesen bei der Dunkelheit? Kan man overhovedet læse, når det er så mørkt her? Okay, dann fangen wir an. Okay. Mit dem Alter und der Plage stellt sich irgendwann die Frage, ist es besser zu erkalten, ist man alles schön beim Alten? Soll man sich die Wunden lecken, legt sich in gemachte Betten, statt die Kissen mit Gefühlen alten Trotzes aufzuwühlen? Oder kann man immer weiter wachsam sein und dennoch eiter? Soll man weiter revoluzen oder doch Laternen putzen? Kann man wütend sein und weise, laut sein und im Lauten leise? Macht gerechter Zorn nicht müde, ist vielleicht nur Attitüde. Eines fügt sich doch zum anderen, nichts besteht für sich allein. Flüsse, die getrennt meandern, leiben sich dem Meere ein. Gut poliert erscheint das Schlechte oft in einem Strahlenkranz. Sei ein Heiliger, ein Sünder, gibt dir alles, werde ganz. Hab mich niemals an Gesetze, Dogmen oder Glaubenssätze, Führer, höhere Gewalten, ohne Widerspruch gehalten. Und mich führen auf meiner Reise zum Verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut fass ich zum Leben Mut. Menschen müssen sich verändern, um sich selber treu zu sein. Nur das Wechseln von Gewändern kann kein wahrer Wandel sein. Mancher sagt, nur meditieren, essen, was zu Boden fiel. Sich im Ganzen zu verlieren, sei das wahre Lebensziel. Andere ritzen ihren Armen Hass und Rache blutig ein. Sie sind viel zu schwer verwundet, um im Herzen ganz zu sein. Wieder andere marschieren, Fahnen werden stolz gehisst. Und auch sie müssen verlieren, weil kein Sieg für immer ist. Eines fügt sich doch zum anderen, nichts besteht für sich allein. Flüsse, die getrennt meandern, leiben sich dem Meere ein. Gut poliert erscheint das Schlechte oft in einem Strahlenkranz. Sei ein Heiliger, ein Sünder, gibt dir alles, werde ganz. Hochgestiegen, tief gefallen, zwischen Geistesblitz und Ladden, bin ich auf dem Weg zum Lieben, meinem Inneren treu geblieben. Und mich führen auf meiner Reise zum Verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut fass ich zum Leben Mut. Zwischen Zärtlichkeit und Wut tut das Leben richtig gut. Ich hab keine Lust mehr, der Nörgler zu sein. Und bin müde vom Kämpfen und Klagen. Ich werde ab sofort gesellschaftskonform und verzichte auf weitere Fragen. Ich bin auch dabei seinem Karussell der Reichen und Klugen und Schönen. Und dann lasse ich mich von den Medien loben und von meinem Konto verwöhnen. Und ich glaube ab sofort an jede Statistik und ich bin gegen Zweifel immun. Und wenn Umsätze steigen und Löhne sinken, hat das nichts miteinander zu tun. Und
Und ich gelobe es nicht mehr quer zu schießen. Und ich glaube der Bild und der Welt. Und an Terrorexperten und Wirtschaftsanalysen und vor allem ans große Geld. Und ich glaube, dass Nestle die Menschen liebt. Die Vatikanbank leiten Christen. Banker sind voller Mitgefühl. Und Heckler und Koch Pazifisten. Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hartz IV und Wachstumsbahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Nein, 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 nein. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Und ich glaube an den heiligen Sarrazin und an seine Eugenik-Visionen. So kann sich ein Rückfall in dunkelste Zeiten finanziell in jedem Fall lohnen. Und ich glaube, dass wir in Afghanistan zur Rettung der Frau angetreten. Und wie damals mit Gutti und Kerner und Papst will für deutsche Siege ich beten. Und ich glaube an alles, was den Bildschirm füllt, von ProSieben bis RTL2. Und ich bewerbe mich morgen bei DSDS und wisch den Quoten den Po. Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hartz IV und Wachstumsbahn. Heißt willkommen und nehmt mich auf in eurem Rafistan. Heißt willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Dass wir ohne Atomstrom verenden und ich finde es ab jetzt auch beschissen, dass Konzerne, obwohl sie so viel für uns tun, auch noch Steuern zahlen müssen. Und ich glaube an die Automobilindustrie, denn die hat es ja nun wirklich geschafft und hält jede Regierung unter ihr verlässlich in Geiselhaft. Und ich glaube an Elite und an BWL und vor allem an G8, denn wir brauchen Kinder, die funktionieren. Wer braucht schon ein Kind, das lacht? Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hartz IV und Wachstumswahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Es ist sehr wichtig, an diesen 11.9. zu denken, an diesen 11.9. Denn er erinnert uns daran und er soll uns unbedingt daran erinnern, wie grausam der Neoliberalismus vorgehen kann. Und wie er immer wieder weiter grausam vorgehen wird, wenn es darum geht, das Kapital zu verteidigen. Was konzentrieren Sie hier? Det er meget, meget vigtigt, at vi, når vi tænker på den 11. september, at vi tænker på denne 11. september, fordi det var første gang, at neoliberalismen, om man så må sige, fik krammet på demokratiet og på friheden. Og derfor har det været vigtigt, at vi, om man så må sige, stadigvæk bliver ved med at holde fast ved at kæmpe for den gode sag. Das folgende Lied habe ich, du bist noch nicht entlassen, Nils. Das folgende Lied habe ich geschrieben Ende der 70er Jahre, also vor 35 Jahren. Und es ist erstaunlich, dass so viel von diesem Lied heute zutrifft. Und ich sage manchmal in meinen Konzerten, also übersetze es vielleicht vorher, sonst kannst du es nicht mehr. Also den Song, ich gehöre nun, det er en titel, som Konstantin skrev i 70erne, also for over 35 år siden. Og det er forbavsende så meget, der lyder virkelig. Men som du siger ved dine koncerter. Altså, ich sage in den Konzerten immer, also die Leute brauchen sich nicht beunruhigen, das Lied ist rein historisch. Konstantin siger zwar, de skal ikke være bange, det er en rent historisk. Wenn es nicht historisch wäre, wäre ich ja damals ein Prophet gewesen.
For hvis det var sådan, at den ikke var historisk, så ville Konstantin dengang ville have været en profet. Das Land steht stolz im Feiertagsgewand. Die Zollbeamten sind schön aufgeputzt. Sogar die Penner haben Ausgang und am Rand sind ein paar Unverbesserliche noch verdutzt. Die alten Ängste, pittoresk gepflanzt, treiben sehr bunte neue Blüten. Die Bullen beißen wieder und der Landtag tanzt. Endlich geschafft, ein Volk von Phagozyten. Jetzt ist es allen klar, der Herr baut nie auf Sand. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden im Land. Vereinzelt springen Terroristen über Wiesen, wie schick die Fotoapparate sind gezückt. Die alten Bürgerseligkeiten sprießen. Die Rettung, Freunde, ist geglückt. Die Schüler schleimen wieder um die Wette. Die Denker lassen Drachen steigen. Utopia onaniert im Seidenbette. Die Zeiten stinken und die Dichter schweigen. Wie schön, dass ich das Recht zum Rechten fand. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden, es herrscht wieder Frieden im Land. Ich will mich jetzt mit einem runden Weib begnügen. Drei Kinder zeugen, Eigenheime pflanzen und die Menschheit einfach mal um mich betrügen. Wohin denn leiden? Schließ mir, Herr, den Mund, wirf mir die Augenbinden runter und den Stirnverband. Es herrscht wieder Frieden im Land. Es herrscht mehr Frieden, es herrscht mehr Frieden, es herrscht mehr Frieden im Land. Es herrscht mehr Frieden im Land, es herrscht mehr Frieden im Land. Es herrscht mehr Frieden, es herrscht mehr Frieden, es herrscht mehr Frieden. Es herrscht mehr Frieden, es herrscht mehr Frieden, es herrscht mehr Frieden im Land. Das folgende Lied, meine Damen und Herren, ist eine Utopie. Also, der nächste Tag ist eine Utopie. Ich habe es auch in den 70ern geschrieben, Ende der 70er. Den auch geschrieben in Slutningen der 70er. Als es große Friedenskonzerte in Deutschland gab. Den Gang fand es da in både i Tyskland und andere Städte store Friedensbevægelser. Damals war Deutschland in keinen einzigen Krieg verwickelt. Was hat das Deutschland mit? Es war an keinem einzigen Krieg beteiligt. Also, på det, indtil det tidspunkt efter 2. verdenskrig havde Tyskland ikke været med i nogen eneste krig. Heute mischt Deutschland durch Waffenverkäufe und Richt und durch mit Soldaten in fast jeden möglichen Krieg mit. I dag blander Tyskland sig enten via våbeneksport eller via deltagelse, direkte deltagelse i. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. En af de største våbeneksportører er Tyskland desværre. Früher. Ich bin groß geworden mit dem Satz, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Jeg er vokset op med den, de sætninger, ingen, vi skal aldrig nogensinde her, skal krig, vi skal aldrig nogensinde mere have fascismus. Und heute ist die Friedensbewegung in Deutschland so groß. Og i dag er fredsbevægelsen så stor i Tyskland. Dieses Lied ist eine Utopie, weil es träumt von einer gewaltfreien Gesellschaft. Sangen, der kommer nu, er en utopi, fordi den
har en drøm om et helt voldløst selskab, et samfund, der ikke overhovedet kender til vold. Wenn unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Sie sehen aus wie Feinde, sie tragen Uniformen, sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen. Auch wenn sie anders sprechen, wir wollen mit ihnen reden. Es sollen die Präsidenten sich doch allein befehden. Jedoch bevor sie kommen, wär's gut sich zu besinnen. Ein jeder muss die Liebe mit sich allein beginnen. Unsere Brüder kommen mit Bomben und Gewehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren, dann wollen wir sie umarmen, dann wollen wir uns nicht wehren. Johannes Barnikel. Und seit 2 Jahren bin ich mit meinem dänischen Freund auf Tournee, Nils Tuxen. Jeg synes også lige, man nævnte Konstantin ikke, men jeg synes lige, man skal sige, at den titel, vi lige har hørt, den begejstrede Joan Baez så meget, at hun mange år sang den på alle sine koncerter over hele verden. Det er Konstantins titel. Der synes jeg, at det lige skal nævnes. Ich habe gesagt, dass diese Titel von Joan Baez weltweit gesungen wurde. Ich möchte jetzt ein Liebeslied singen. Und es war sehr schön, als der Übersetzer meiner Texte gesagt hat, das kann, will er nicht übersetzen, weil ja, dann wird man es nicht mehr verstehen. Sagst du das nochmal, Nils, bitte? Danke. Ja, er muss immer seine Instrumente zurecht machen. Achso, sagst du es nicht. A love song. Schon wieder wühlt sich dein Gefühl in irgendeine Weichheit ein, so zart umfangen, so vertraut, das muss doch jetzt die Liebe sein. Und feuchte Haut und plötzlich Mut und alle Lust wie Ewigkeit. Du bettest dich, so liegt sich's gut, jetzt nur noch Frau sein und bereit. Doch bleib nicht liegen, denn sonst gräbt sich etwas fest in deinem Hirn, was dir irgendwann den Mut zum Atmen nimmt. Und auf einmal trägt die Reine dieses Zeichen auf die Stirn, dass die Wege, die du gehen willst, bestimmt. Thank you.
Jetzt ist nur wichtig, dass man spürt, das Denken hat dir Angst gemacht. Nun eine Hand, die schmiegt und führt, und dann der Frieden einer Nacht. Wozu noch weiter Kuss und Sand und etwas Wärme sind genug. Der Himmel schweigt, das hat Bestand, und alles andere ist Betrug. Doch bleib nicht liegen, denn sonst gräbt sich etwas fest in deinen Hirn, was irgendwann den Mut zum Atmen nimmt. Und auf einmal trägt dir ein dieses Zeichen auf die Stirn, dass die Wege, die du gehen willst, bestimmt. Wie schön die Erde wölbt sich sanft, und dieses Bett auf dem Asphalt ist hart, doch liegst du unverkrampft und ausnahmsweise gut bestallt. Kein Atem mehr, schon welkt die Zeit, du fängst dir einen Körper ein, du lässt dich fallen, es ist soweit, und dieser Tod muss herrlich sein. Doch bleib nicht liegen, denn sonst gräbt sich etwas fest in deinem Hirn, was dir irgendwann den Mut zum Atmen nimmt. Und auf einmal prägt dir ein dieses Zeichen auf die Stirn, dass die Wege, die du gehen willst, bestimmen. Ich habe vorhin davon gesprochen, von dem Grundsatz, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Nils, bitte. Also, können Sie Zeit dafür, um den Grundsetzung, alte Non sind mehr Faschismus, alte Non sind mehr Krieg. Es gibt auf der ganzen Welt einen bestimmten Prozentsatz von idiotischen Rassisten, das ist mir klar. Die Einlösung, das wäre ja ein bis Prozentsatz rassistische Idioten, wie denn werden. In Deutschland ist es aufgrund seiner Geschichte besonders ekelhaft. Und die speziell reizvoll in Deutschland aufgrund der Historien. 10 Jahre lang konnten Neonazi-Mörder, bis 2012, konnten Neonazi-Mörder ausländische Mitbürger ermorden. Über 12. In 10 lange Jahre konnte eine Gruppe Nynazister mörden. 10 Menschen in Deutschland. Und heute weiß man, dank Edward Snowden, für mich ein Held, weiß man dank Edward Snowden, dass die NSA jeden digitalen Furz aufzeichnet und überwacht. Heute weiß man, danke der Edward Snowden, som, kann sich betrachten als ein Held, und er ist der Einzige, dass diese amerikanische Efterretningstjeneste, NSA, die kennen alle Bewegungen, alle Aussagen, en hver skriftlig nedfældet ytring. Und jetzt tut der Verfassungsschutz so, unser Verfassungsschutz, als hätte er nichts von diesen Morden in den 10 Jahren gewusst. Und nu lader det tyske forfatningsvæsen, der skal beskytte forfatningen, som om, at de ikke har anet spor om de 10 mord, der er sket. Ich glaube Ihnen kein Wort. Det tror Konstantin ikke et eneste ord af. Dieses Lied ist gegen alle Nazis und Neonazis gerichtet und heißt Sage Nein. Denn der Titel errettet imod alle, der har en rassistisk indstilling af nazister. Og titlen hedder Sig Nej. Thank you.
werden sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genießen. Dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Meistens rückt dann ein Herr wichtig die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zur Genüge. Mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Priester oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt verwundert. Tobes Irre, misch dich ein, sage nein. Aufgeblasene Herren, dir galant den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wert, wie der einst dann heim und hirt, tritt nicht ein in den Verein, sage nein. Und wenn sie in deiner Schule wieder lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben, hat man keine Angst zu schreien, sage nein! Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt verwundert, Tobes Irre, misch dich ein, sage nein! Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßengeher, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt verwundert, Tobes Irre, misch dich ein, sage nein! Sag nein! Sag nein! Sag nein! Das nächste Lied ist ein Next Song ist ein Love Song und ich möchte ihn für heute Abend Victor Jara widmen, weil ich der Meinung bin, dass man ihn zwar ermorden konnte, aber seine Stimme nie zum Schweigen bringen kann. You know, I'm from Munich, Bavaria, and we Bavarians, we love the reggae. Bin ganz durcheinander und spür wie von Sinnen den Odem des Wahnsinns tief in mir drinnen. Ich tanze nächtens verzückt über, tanze auf Brücken mit Moses und Hip und in den Wehen. Meine Herren, I forgot my lyrics. You don't understand it, is it? Bin ganz durcheinander und spür wie von Sinn den Odem des Wahnsinns tief in mir drin. Ich starre nächtens verzückt in die Leere, tanze auf Brücken. Mit Moses die Meere, tanze auf Brücken, bring sie zum Klingen, um dich zu verzücken, würde ich auch springen. Doch was bötet die Zeit mir, die mir noch bliebe, brauch dich zum Leben, weil ich dich liebe. Da-d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 a
Die Welt dreht sich plötzlich ungewohnt schnell und ich bin das Pferdchen auf dem Karussell. Du könntest mich reiten in allen Ehren, selbst die Peitsche würde ich dir nicht verwehren. Selbst wenn liebliche Frauen sich um mich schlügen, ich würde ein Dekret über Keuschheit verfügen. Selbst wenn vor mir Venus dem Schaumbad entstiege, ich ließe sie schäumen, weil ich dich liebe. Segnen, Medusen besiegen, um dir zu begegnen, würde ich auch fliegen. Und solltest du einmal den Styx überqueren, ich folgte dir nach, um mich zu beschweren. Ich stiege wie Orpheus in den Hades hernieder und sänge bestimmt die schöneren Lieder. Dann lockte ich dich zurück ins Weltengetriebe, denn wir müssen leben, weil ich dich liebe. Dann lockte ich dich zurück ins Weltengetriebe, denn wir müssen leben, weil ich dich liebe. Boy Group. Dann lockte ich dich zurück ins Weltengetriebe, denn wir müssen leben, weil ich dich. Was für eine Nacht, so warm und geduldig, setzt euch näher zu uns her, schenkt noch einmal ein, heute spricht mal kein den anderen schuldig, heute, heute lässt mal jeder den anderen anders sein. E non dirmi che già tardi, e per le strade si spengono i caffè. Forse la tua donna ti ha lasciato, ma che cosa vuoi che sia? Questo mondo gira in fretta ed è tutta una follia. Il fascismo che ritorna da Berlino fino a Roma. E prendiamoci per mano sui dintorni della sera. Lei ci porta da lontano fra le luci dell'aurora. Lascia fare tutto il cuore, lascia dirgli le parole, lascia entrare questa nuova realtà. Was für eine Nacht, nur Spinner und Brahman. Keine Parolen, schenkt lieber noch mal ein. Das ist ein Fest ohne Marschmusik und Fahnen, ohne Waffen und Grenzen. Lieber grenzenlos Wein. E prendiamoci per mano sui dintorni della sera. Lei ci porta a lontano fra le luci dell'aurora. Lascia fare tutto il cuore, lascia dirgli le parole, lascia entrare questa nuova, questa nuova, questa nuova, questa nuova, questa nuova, questa nuova, questa nuova realtà. Oh, oh, oh.
wir zusammen, denn es züngeln schon die Flammen und die Dummheit macht sich wieder einmal breit. Lasst uns miteinander reden und umarmen wir jetzt jeden, der uns braucht in dieser bitterkalten Zeit. Dankeschön. Das war unser Schiff. Wir können reden lassen. Danke. Vielleicht sagst du den Titel dieses Liedes nur an. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Når det ikke er lang tid til sommeren kommer. Wenn der Sommer, ist natürlich blöd, es jetzt im Herbst zu spielen, aber wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist's egal, ob man gescheit ist, wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen, denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel ein Opal, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wie ein Weib ist und die Lust schmeckt nicht mehr scham. Wenn mein Ende nicht mehr weit ist, ist der Anfang schon gemacht. Weil's dann keine Kleinigkeit ist, ob die Zeit vertane Zeit ist, die man mit sich zugebracht. Tun will endlich tun, yeah! An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen, denn genießen
denn genießen. Voll lauter Purpur, ein Männlein um, was hat das Männlein um, was hat das Männlein um, was hat das Männlein um, ein Männlein um, ein Männlein um. Mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett, satt und ungeheuer fett. Da würde ich gerne noch präsentieren, Johnny Lassen.
Ja, jeg hedder Johnny, og jeg kan starte med at spørge, hvad hedder I? Danmark for folket, det klinger fra nord. Plads for os alle ved samfundets bord. Ordene er skrevet af Oscar Hansen og kommer fra Socialdemokraternes kampsang. Danmark for folket. Det får mig til at spørge. Danmark, hvor er du? Jeg kommer fra et møde med Mette Frederiksen i dag. Det var en hyggelig samtale. Vi fik en god kop kaffe. Og vi fik fortalt hinanden, at der nok ikke var noget at gøre ved det hele. Sådan er det. Mette Frederiksen er jo sødt og venligt ung menneske. Og hun er altså bare en, nu skal vi være pæne med folk, vi skal være gode ved hinanden, det skal vi altid huske, det er jul og sådan noget. Mette Frederiksen er bare et af de her unge mennesker, som har fået alt fra ærende. Ligesom hun har fået det af deres, hun har fået alt det fra ærende, som forældrene og bedsteforældrene har kæmpet for at give hende. Der er tre ting, som jeg i min vildeste fantasi og i min mørkeste øjeblikke aldrig havde troet, jeg skulle sige højt. Der er for mange unge, der er for mange kvinder, og der er for mange unge kvinder i toppen af dansk politik. Det er naturligvis, at det er noget letkøbt, chauvinistisk pis. Men efterhånden som desperationen sætter ind, og fristelsen til at udpege nogle syndebukke melder sig, så bliver det nemt på at pege på de der unge kvindelige ministre, herunder Koridon og Bødskov og Dan, der kæmper for dyrevelfærd. Så er det, jeg spørger, dyrevelfærd i Socialdemokratiet, i en regering, der fjerner den velfærd, som deres forgængere har siddet i fængsel for og lavet sig landsforvise for. Den velfærd, som arbejderne og arbejderbevægelsen har modtaget storkeslag for og hundebid for siden 1872. Vi har ingen socialdemokrater tilbage i toppen af partiet, og viljen til ikke at øve selvkritik er med til at undergrave partiets betydning. Ikke at det kommer til at få den store indflydelse, fordi dem af dem, der har noget at vinde, de skal nok forlade skuden i god tid. Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig travlt ved medlemstilmeldingen hos Liste Ø og henne hos DF og Venstre. Bare vent og se. Som hos de fleste andre overforkælede børn, afføder det desværre ikke den mindste form for taknemmelighed at få alting fra ærerne, men oftest bare et krav om at få endnu mere. Og i godhedens navn, så skal det altså siges, at Mette Frederiksen ikke ved bedre. Hvordan skal man kende til fattigdom, afsavn, sygdom og lidelse, når man aldrig har oplevet det selv? Verden kan gøre snæver, meget snæver. Hele kloden kan skrumpes ind til EU. Det kan så skrumpes ind til Danmark, og det kan skrumpes ind til Christiansborg og så på omlæggende ministerier. Og herinde i ministerierne og herinde, der skærer de rigtig, rigtig lystigt i alle de ting væk, som gav dem de fleste af dem en plads i højsædet. Velfærden er blevet for dem, som ikke mangler noget som helst. Det var ikke det, vi kæmpede for. Det var slet ikke det, vi ville. Det er nu blevet legitimt at tale om syge, handicappede, gamle, pårørende, kærester, forældre, bedsteforældre, som dovne, utaknemmelige, nære i bæster, der ikke vil give det mindste til de nærmeste. Ministre, regering og opposition pakker deres uforskammeligheder ind i glitrende cellofan, men belærer os om, at vi skal hjælpe hinanden. Vi skal sørge for hinanden, og vi skal også bekymre os økonomisk om det, vi nu elsker. Med andre ord, staten, regeringen og Folketinget elsker ikke jer. Med et fingerknips er selvstændighed og ligestilling fejret af bordet, og det er en kvinde, som i udpræget grad kan takke mig og et helt land fyldt med plus 60-årige, for at hun kunne blive minister. For at tronfølgen kan gå til en kvinde,
for at kvinder ikke længere skal være afhængige af deres mand og kunne mandens CPR-nummer for at henvende sig til det offentlige for at få et kørekort eller et buskort eller få behandling på hospitalet, sådan som det var i min ungdom. Ikke at jeg var kvinde dengang. Hun kalder det et forsøg på lighed, så ikke gifte ligestilles med gifte par. Så ser hun lige bort fra, at de, der er gift, har indgået en juridisk bindende kontrakt, som de ikke selv kan opløse uden myndighedernes indblanding. Ingen, hverken i ægteskab eller i et forhold uden juridiske bindinger, skal pålægges at forsørge den anden. Det er det, vi har kæmpet for at afskaffe. Og vi vil ikke tvinge svage til økonomisk afhængighed af et andet menneske. Og vi vil heller ikke tvinge de, der ønsker personlig frihed, til at give afkald på sex og kærlighed, eller for den sags skyld, børn. Staten har en pligt til at forsørge de borgere, der ikke kan selv. Længere er den ikke, og vi har betalt på forhånd. Samtidig har staten en pligt til at sørge for, at alle, der kan og vil, får muligheden for at forsørge sig selv. Ikke ved at samle hundelorte op efter dovne hundeejere. Ikke ved at henslæbe uger, måneder eller år i aktivering, jobtræning og hvad det ellers kalder alle de her overflødige tiltag. Men ved at skabe arbejdspladser og måske endda omfordele arbejdstiden, så den alle kan komme til. Eller tilpasse beskatningen, så de af os, der ikke har noget imod at være økonomisk afhængig af en partner, får muligheden for det. Danmark er ikke blevet et fattigt land siden krisen. Men under de regeringer, vi har haft fra Nyrup og frem til nu, har der været ført katastrofal økonomisk politik, som ikke gav vækst eller fremgang, men alene pumpede varm luft ind i en allerede overspændt ballon. Jeg er ved Gud hverken matematiker eller økonom, men alligevel var det tydeligt selv for mig, at kursen med frit slag til banker og kreditforeninger kun ville føre til lyngevinster til kyniske spekulanter og ragnarok for resten af os. De dummeste af os belånte husene for himmelstormende beløb, men nogen af os nåede ikke engang at få købt den der firehjulstrukne Porsche, vi fik bare regningen. De katastrofale økonomiske fejlvurderinger fra politisk hold og politikernes kamp for at rage stadig mere til sig, uden at skulle stå til ansvar, ødelægger vores velfærd. De af jer, som tror og håber på, at vi kan stemme jer til et bedre samfund, kommer til at revurdere situationen. I min verden er der ikke plads til vold, og slet ikke plads til en voldelig revolution, men uden oprør og uden at afsætte den magt, der sidder alt for tungt og arrogant i sædet, vil samfundet kun gå mod et endnu sortere hul. Vi er for kloge og for uddannede til at gribe til våben. Det vil bare afføde endnu en herskerklasse, og om det er den ene eller den anden konge, der sidder i sædet, det er sådan set ligegyldigt. Derfor er opgaven at vælte Folketinget uden vold, smide regeringens uvidende dovenkrop ud, og lade dem sidde uden for porten og synge Ak, du lever Augustin til spilledåsens ynkelige kling-klang. Den opgave kræver engagement, der hvor du er til daglig. Og tro mig, revolutionen behøver ingen vold. Vilje er nok. Griber vi ikke til handling og skaber forventning, bliver vi trumlet ned i mulden og være sikre på, at der ikke er penge nok at tjene ved at sende hus forbi. Gør modstand, før det er for sent. Kun få i Folketinget vil bevare velfærden, og de øvrige vil fjerne den for at give dine medicinpenge til rige, der stort set intet yder til selskabet. Så vil jeg gerne lige have lov til at citere en herre, der hedder Edith Pio. Det er fra en tale, han holdt her i København, da myndighederne ville gribe ind mod arbejdernes ret til at forsamles. Den er fra 1872. Skal vi da som lam lade os føre til kapitalens slagtebænk? Skal vi tåle, at vores fjender måske for flere år standser vores fremgang? Nej, det kan Københavns arbejdere ikke være bekendt. Lad os derfor samle os.
Regeringerne plejer jo hvert øjeblik at holde revy over de af deres undersåtter, som de ved første givende lejlighed vil ofre på krigsgalskabens alter for at tilfredsstille deres egen ergerighed. Lad os da en gang holde mandtal over alle frie arbejdere, over alle, som vil hjælpe os i kampen mod kapitalen. Så vil vi da få at kende vores egen magt og vores fjenders svaghed. Samlet i tusindvis vil vi stille fordringer og love hver andre at stå last og brast ind til sejren af vor. Tak for ordet. Mange tak. Så er det verdens fattige, der betaler prisen. Så skattely er et kæmpestort problem, og derfor siger vi også til politikerne, at man skal få lukket de her skattely.